Hell bietet mit dem Quattro einen Kleinradlader, der zum Beispiel in der Landwirtschaft und im Kommunalbereich punkten soll. Der Hersteller verspricht neben der kompakten Bauweise große Kippsicherheit und hohe Variabilität. Während der Nordbau 2011 konnte Bauforum 24 TV den Kleinradlader am Stand von Tuchel erleben. Ja, der Tuchultra Quattro ist im Prinzip in dieser Baugröße so einzigartig in der Technik, weil er eine Allradlenkung hat. Das bedeutet, er hat eine enorme Standsicherheit durch diese Allradlenkung. Er hat keine Lastverschiebung in der Schwinge und im hinteren Bereich des Fahrzeugs. Wiegt ca. 1,2 Tonnen, also Leergewicht, und hat eine Hubkraft bzw. Kipplast von ca. 600 Kilo. Ja, der Tuchultra Quattro hat eine Länge bei eingezogener Schwinge von 2,40 Meter ca. Das Gewicht liegt bei 1,2 Tonnen. Von der Breite her haben wir zwei Varianten, die wir anbieten können. Einmal mit einer schmalen Bereifung liegen wir bei einer Außenbreite von ca. 92 cm und mit einer breiten Ackerstollenbereifung liegen wir bei ca. 1,04 m. Ja, die Vorteile sind einfach auch, um kleine Durchfahrten zu meistern, und oft ist es so, dass da große, schwere Radlader angeboten werden, die das Problem haben. Erstmal einmal zu schwer sind sie und dann passt es nicht in vielen Fällen, wo halt Türen durchfahren werden müssen. Der Tuchultra Quattro hat eine Förderleistung, eine Ölförderleistung von ca. 25 Litern. Das bedeutet, wir können hydraulisch angetriebene, beispielsweise Kehrmaschinen oder einen Schlegelmulcher, können wir problemlos antreiben. Natürlich immer in der entsprechenden Arbeitsbreite davor. Also so bei der Kehrmaschine zum Beispiel liegen wir bei einer Arbeitsbreite tendenziell von 1,50 Meter. Bei dem Mulcher bieten wir eine Maschine an von 1 Meter Arbeitsbreite. Wir haben die Möglichkeit, eigentlich sämtliche Anbaugeräte irgendwo zu fertigen, die momentan gefordert sind, sprich Schaufeln, 3-in-1 Schaufeln für den Baubereich, Paletten, Gabeln, Krokodilgebiss, ja, wie zu sehen, das Schneeschild. Ja, also eine ganze Bandbreite, damit die Maschine halt vielfach einsetzbar ist. Ne? Der Tuchultra Quattro ist mit einem Kubota Dreizylinder Dieselmotor mit 22 PS angetrieben oder bestückt und hat dadurch eine unheimliche Durchzugsstärke, hat einen sehr laufruhigen Motor. Der Kubota-Motor ist also in diesem Bereich, in dieser Baugröße im Prinzip das Nonplusultra an Motoren. Und der Antrieb des Fahrzeugs läuft komplett hydraulisch mit einem automotiven Fahrantrieb. Das bedeutet, je mehr Drehzahl ich gebe, umso höher wird auch die Motorleistung im Prinzip oder die Leistung, die abgerufen wird. So, wir haben einen, wie gesagt, hydraulischen Antrieb. Jedes einzelne Rad ist mit einem eigenen Hydraulikmotor angetrieben. Wir können auch optional eine Differentialsperre anbieten. Das ist im Erdbaubereich oder im Baumaschinenbereich eine optimale Lösung, um eine vernünftige Traktion zu haben. Für den Fahrantrieb haben wir im Prinzip eine Fahrgeschwindigkeit einmal vorwärts oder rückwärts. Das wird über einen Joystick vorgewählt. Und ich kann die Geschwindigkeit reduzieren über ein sogenanntes Inch-Pedal. Das heißt, ich habe eine sehr kleine, kompakte Maschine, aber Bedienung im Prinzip wie ein großer Radlader. Bauforum 24 TV. Construction in Motion.